Jo, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute öffnen wir noch einmal weitere Fanpost, die ihr mir zugesendet habt. Nach dem letzten Mal sind einige weitere Briefe angekommen und ich bin auf jeden Fall gespannt, die aufzumachen. Ich würde sagen, verschwenden wir gar keine weitere Zeit und starten mit dem ersten Brief. Let's go. Also der erste Brief ist namenlos, genauso wie die blaue Qualle aus SpongeBob. Okay, also es steht kein Absender drauf. Ich bin gespannt zu sehen, was da drin ist. Es ist relativ dünn, also es ist, glaube ich, nur etwas ganz Kleines da drin. An L, schätze ich, okay. Ich habe gerade den L-Hut nicht hier, okay. Also tun wir einfach so, als wäre ich L. Was ist das? Oh mein Gott, das muss ich erstmal entziffern. Sehr geehrter L, ich habe gehört, dass du ein... Was? Ein weißes... Was steht da? Rölzel? Was bekommen hast? Und ich kann dir dabei helfen, dein Ziel zu erreichen. Aber dafür darfst du nicht wissen, wer ich bin. Eines kann ich dir verraten. Ich bin ein... Bro, also nichts gegen dich, okay? Danke auf jeden Fall, dass du diesen Brief eingesendet hast. Kuss geht raus an der Stelle von CK-L höchstpersönlich, okay? Aber Bro, bitte arbeite ein bisschen an deiner Rechtschreibung. Nicht Rechtschreibung, ich meine Handschrift, okay? Ich bin ein Anhänger der Xyz-Dimension. Ach, so eine Sache ist das also. Und noch ein ganz wichtiger Tipp. Wie viele Geisterschlüssel gibt es in Yu-Gi-Oh! GX? Es gibt 7. Wenn du alle Rätsel gelöst hast, wird dein Schicksal besiegelt. Mit grünem Buntstift. Okay, das schätze ich der dramatische Effekt. Der Gesandte des Lichtes. PS, bei diesen Rätseln ist nichts so, wie es scheint. Viel Glück. Also, ich habe auf jeden Fall verstanden, wer auch immer diesen Brief geschrieben hat, ist ein Anhänger der... ich habe ein Rätsel bekommen! Jetzt habe ich den ersten Satz erst verstanden! Achso, okay, jetzt ergibt alles Sinn. Er kann uns helfen, unser Ziel zu erreichen. Genau, also an der Stelle, an den Bruder, der diese ganzen Briefe geschickt hat, von wegen, hier, keine Ahnung, du musst dieses und dieses Rätsel lösen. Also der das als erstes gemacht hat. Ich muss noch dieses Dueling-Book-Rätsel lösen, dieses Replay. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Das werden wir, denke ich, dann beim nächsten Mal machen. Also bevor du den nächsten Brief zusendest, das wird noch beim nächsten Mal gemacht, okay? Wer auch immer das hier ist, er ist ein Anhänger der Xyz-Dimension. Und ein ganz wichtiger Tipp, wie viele Geisterschlüssel gibt es in Yu-Gi-Oh! GX? Es sind 7. Wer der Xyz-Dimension hat dann etwas mit der Zahl 7 zu tun? Gibt es nicht diesen Roboter Orbital 7? Schätze ich. Okay, Bro, ich hoffe auf weitere Tipps, okay? Also noch weiß ich nicht ganz, was du davor hast, aber Kuss geht auf jeden Fall raus. Ich danke dir, dass du mir im Kampf gegen den mysteriösen Mann, der vermutlich aus der Synchro-Dimension kommt oder auch nicht, helfen möchtest. Sorry, by the way, wenn ich irgendwie manchmal so den Faden verliere oder so, aber halt, ich muss erstmal darauf klarkommen, was genau gemeint ist, okay? Der nächste Brief hat einen Absender, der steht allerdings auf der Rückseite und deswegen werde ich versuchen, das so aufzumachen, dass man das nicht unbedingt erkennt. Hier ist was ziemlich Dickes drin. Okay, das ist auf jeden Fall da irgendwas Gedrucktes, okay. Wow, das sind eine Menge Karten. Das sind eine Menge Karten. Oha. Das sieht auf jeden Fall nach irgendetwas Yusei-mäßigem aus. Draco Equitana Drachenritter. Majestätisches Trugbild, okay. Das schauen wir uns gleich an. Wir lesen erstmal einfach nur den Brief, okay. Von Henry Mertens. Kuss geht raus, Henry, okay? Danke dir für deine Einsendung. Hallo CK Phoenix, in diesem Brief möchte ich mich für deine unglaublich guten Videos bedanken, die unglaublich unterhaltsam sind und jeden Tag Spaß machen zu schauen. Danke dafür. Also mehr kannst du mir nicht geben, als mir das zu sagen. Das ist das Größte, was du mir geben kannst. Ich finde, du bist der beste Yu-Gi-Tuber, weil du echt witzig bist und deine Videos immer abwechslungsreich sind. Ich denke, die anderen Yu-Gi-Tuber haben da eine andere Meinung, aber
Kuss geht auf jeden Fall raus. Danke dir. Die Karten sind auch nicht zufällig ausgewählt, die ich mitschicke. Entweder sie sprechen mich vom Design an oder sie sind einfach etwas Besonderes, was heraussticht. Den schwarzgeflügelten Drachen, Viracocharaska und Kritias sind einfach meine Favoriten in ihren einzelnen Gruppen. Finstere Auserwählte und die legendären Drachen. Ja, das passt ja sogar, denn der schwarzgeflügelte Drache und Viracocharaska sind ja quasi beides finstere, geflügelte Ungeheuer. Okay, also wir werden gleich sehen, was hier alles drin ist. Ja, und Draco Equitana und Majestätisches Trugbild sind hauptsächlich dabei, weil ich sie schön finde und weil sie etwas mit Sternstaubdrache zu tun haben. Okay, habe ich doch richtig vermutet. Und Mayakashi Rückkehr finde ich einfach ultra cool vom Design. Vielleicht hätten wir doch erst wirklich die Karten anschauen sollen. Durch deine Videos habe ich außerdem ein Herz für das Shaldol-Deck gefunden. Die Cyber-Finsternis-Drachen finde ich sind aber immer noch ein cooleres Thema. Meine Lieblingsvideos sind auch definitiv die Legacy of the Duelist und Tierlist Videos. Dein Pokémon Strahlender Diamant LP habe ich noch nicht gesehen, da ich mich für das Spiel noch nicht spoilern möchte. Wenn ich durch bin, werde ich das auf jeden Fall nachholen. LG Henry. Also Henry, ich muss sagen, ich spiele das Spiel jetzt seit einem Monat und ich bin immer noch nicht durch. Also du wirst auf jeden Fall noch genug Zeit haben, das anzuschauen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Einsendung. Wir schauen uns mal an, was für Karten hier sind. By the way, ihr müsst mir nicht immer Karten senden, okay? Ihr könnt auch einfach Briefe einsenden. Also wenn ihr unbedingt Karten einsenden wollt, dann tut das, aber es muss nicht unbedingt sein. Also das natürlich freut mich das, aber ihr müsst keine Karten mitsenden. Ihr könnt auch einfach Briefe schicken, okay? Also hier sind auf jeden Fall die Karten, die auf jeden Fall im Brief genannt wurden. Und hier ist noch ein zweiter Toploader mit Draco Equitana, Drachenritter. Legendärer Ritter Kritias mit grüner Schrift und schwarz geflügelter Drache. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also Draco Equitana, Drachenritter. Ich kann mich noch genau erinnern, als die Karte rauskam, in einem der besten Sets aller Zeiten, Duelist Revolution, auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Karte. Majestätisches Trugbild, ich weiß gar nicht, was die macht, um ehrlich zu sein. Also, falls eine offene Karte, die du kontrollierst, das Spielfeld durch einen Karteneffekt verlässt oder um den Effekt deiner Karte zu aktivieren und die Karte, die das Spielfeld verlassen hat, Sternstaubdrache oder ein Synchromonster war, das Sternstaubdrache in seinem Text aufführt. Also, ich denke, das soll uns sagen, wenn man Sternstaubdrache mit seinem eigenen Effekt opfert. Dann können wir einen der folgenden Effekte ausführen, aber man kann denselben Effekt von Majestätisches Trugbild in diesem Spielzug nicht noch einmal ausführen. Beschwöre eins der Monster als Spezialbeschwörung, also wir können Sternstaubdrache direkt wieder zurückholen. Verbanne ein Monster von der Spielfeldseite oder dem Friedhof deines Gegners, das ist echt gut. Schaden, den du in diesem Spielzug erhältst, wird halbiert. Das ist in Ordnung. Das ist jetzt nicht so gut, aber die anderen beiden Effekte sind echt gut. Also auf jeden Fall coole Karten. Mayakashi Rückkehr. Ich muss sagen, ich kenne mich gar nicht mit dem Mayakashi-Deck-Thema aus. Aber wenn es dir gefällt, dann ist das natürlich auf jeden Fall sehr cool. Erdgebundener und sterblicher Viracocharaska, für mich immer eine sehr interessante Karte. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie halt eigentlich für Crow gemacht war. Deswegen passen, wie gesagt, diese beiden Karten ja auch zusammen. Ich glaube, ich habe vorhin gesagt, schwarzgeflügelter Drache ist ein geflügeltes Ungeheuer. Ist er natürlich nicht, aber ihr versteht, was ich meine. Ja, und legendärer Ritter Kritias. Also Kritias feiere ich auf jeden Fall von den legendären Rittern oder legendären Drachen am meisten. Also sehr, sehr coole Auswahl von Karten. Ich danke dir auf jeden Fall. Ich würde sagen, machen wir weiter mit dem nächsten. Hier haben wir ein deutlich größeres, aber dafür auch deutlich dünneres Päckchen. Wie ihr sehen könnt, das hier ist die Adresse, an die ihr gerne eure Briefe einsenden könnt, falls ihr mal in so einem Video vorkommen wollt. Falls ihr mir Fanpost zusenden wollt und nicht im Video vorkommen wollt, dann schreibt es bitte einfach irgendwie auf den Brief drauf, dass ich dann Bescheid weiß. Und ja, ansonsten, falls ihr was einsenden wollt, dann an diese Adresse, die hier draufgeschrieben ist. Ich werde mal, also hier steht, bitte nicht knicken. Darauf kannst du dich bei der Post niemals verlassen, vertrau mir. Da hatte ich schon so viele Diskussionen, dadurch, dass ich halt auch Karten auf Kartenmarket verkaufe und so. Vertrau mir, das juckt die nicht. Aber trotzdem sehr, sehr nett, dass du dran gedacht hast und das draufgeschrieben hast. Versuch mal, das so vorsichtig wie möglich aufzumachen. Also, das ist, okay. Ist da noch etwas? Nein, also es ist dieses Stück Papier und das ist eine Zeichnung und ein Brief. Warte mal, bevor wir das hier lesen, erstmal die Zeichnung. Schaut euch das an. Ist das nicht heftig? Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeichnung von Sternstaubdrache. Also ich muss halt wirklich sagen, bei all den Einsendungen in den vergangenen Fanpost-Videos, ihr habt auf jeden Fall verstanden, dass Sternstaubdrache meine Lieblingskarte ist, okay? Freut mich, dass ich es häufig genug kommuniziert habe. Auf jeden Fall extrem cooles Bild. Also merkt man auf jeden Fall, dass du dir einiges an Mühe gegeben hast.
und gefällt mir auf jeden Fall sehr, freue ich mich sehr drüber. Ich habe früher auch sehr gerne gezeichnet, nur leider sind bei unserem letzten Umzug meine ganzen Zeichnungen verloren gegangen. Seitdem habe ich so ein bisschen die Motivation verloren. Vielleicht sollte ich auch mal wieder zeichnen. Und dann hier steht noch etwas geschrieben. Und zwar: Hallo CK Phoenix, ich habe dir am 15.12.2021 auf Instagram geschrieben, dass dieser Brief kommen wird. Ich habe dir ein Bild gezeichnet, das dir hoffentlich gefällt. Habe dafür 4 Stunden gebraucht. In 4 Stunden? Das ist aber ganz schön krass. Also, das Zeichnen auf jeden Fall, aber das Ausmalen auch noch in den 4 Stunden, das ist ein bisschen, das ist sehr schnell, finde ich. Also da könnte ich mir vorstellen, dass da deutlich mehr Zeit reinfließt. Aber ja, auf jeden Fall sehr gut geworden dann dafür, dass es dann auch so schnell ging. PS, also natürlich ist 4 Stunden eine Menge Zeit, aber ihr versteht, was ich meine. PS, mach weiter, so mit freundlichen Grüßen, Dan Thor, 16 Jahre aus Bayern. Ja, Dan Thor, also freut mich auf jeden Fall, dass du so ein schönes Bild gezeichnet hast. Also danke für deine Einsendung, sehr, sehr cool. Vielleicht motiviert mich das ja auch mal wieder zu zeichnen. Kommen wir zum nächsten. Auch hier habe ich wieder den Empfänger, den Absender abgeklebt. Das geht schon langsam ab. Also ja, öffnen wir das. Bitte so schnell wie möglich im nächsten Video öffnen. Oh, ich weiß nicht, wann du das eingesendet hast und ob dazwischen schon Videos gekommen sind. Ich habe auch eine Woche oder so Pause gemacht. Ja, wir werden sehen. Also, oh, nicht, dass ich hier was kaputt mache. Nee, das ist noch von der, das ist noch von dem Umschlag. Hier ist aber eine Menge drin. Okay. Ich weiß nicht, in welcher. Oh, es ist. Sag mir bitte nicht, es ist wieder so ein Rätseldingen. Sag mir bitte nicht, es ist wieder sowas. Bitte zuerst lesen. Okay, dann lesen wir das hier zuerst. So, danke, dass du die Reihenfolge sagst, okay? Hallo CK Phoenix, ich entschuldige mich am Anfang für meine Rechtschreibfehler. Das ist gar kein Problem, okay? Ich meine, wenigstens kann ich deine Schrift entziffern. Das ist alles, was zählt. Ich habe deinen Kanal übrigens über Yu-Gi-Oh! Hops genommen entdeckt. Ich glaube, so geht's den meisten. Ich glaube, das ist auch ein Format, was ihr auf jeden Fall fordert, was ihr wieder sehen wollt. Das wird definitiv bald wieder kommen. Ich würde mir daher wünschen, dass du das Format auch für Yu-Gi-Oh! GX machen würdest. Ja, das ist tatsächlich geplant. Also, wenn wir halt mit Yu-Gi-Oh! Hops genommen durch sind, mit dem Original-Anime, dann werden wir selbstverständlich mit GX weitermachen, weil da gibt es auch das ein oder andere Unlogische und das wird halt safe kommen. Nur das ist dann wahrscheinlich 2027 oder so, weil ich meine, wir sind jetzt bei Yu-Gi-Oh! Hops genommen immer noch beim Königreich der Duellanten. Aber irgendwann wird GX auch kommen. Ich bitte dich auch, die beiliegenden Packungen chronologisch zu öffnen. Herzlichen Dank für dein Content. L.Görz. Bitte das, was du signiert hast, zurückschicken. Danke. Ich soll also was signieren. Okay. Ja, by the way, wo wir bei dem Thema sind, also in der letzten Zeit habe ich auch einige Karten auf Card Market verkauft. Ihr könnt gerne den Link in der Videobeschreibung anklicken. Da kommt ihr auf mein Profil. Da könnt ihr Karten kaufen, die ich verkaufen will. Und da gab es auch einige Leute, die in der letzten Zeit Autogramme haben wollten. Also schreibt mir dann einfach eine Nachricht und sagt, auf der Karte möchte ich ein Autogramm haben, dann geht das auf jeden Fall in Ordnung. Okay, das ist gar kein Problem. Also hier ist Nummer 1. Schauen wir mal, was hier drin ist. Also ich weiß ja jetzt nicht. Also willst du alle Karten zurückhaben oder warum soll ich die denn in der chronologischen Reihenfolge öffnen und was davon so unterschrieben werden kann? Vielleicht finden wir es ja noch heraus, okay? Wir haben hier erstmal H. Heißes Herz, E. Eiliger Notruf, R. Rechtschaffenes Urteil, O. Oberseele, Ritter des Buben und Hio Sanrio. Okay. Also Hero. Warte mal, das ist. Ich glaube, so ist es besser. Sollte so gut wie jeder kennen, der Yu-Gi-Oh! GX gesehen hat. Man muss tatsächlich sagen, die einzig wirklich gute Karte von denen ist Eheiliger Notruf, aber alle 4 zusammen sind natürlich immer sehr cool. So rein optisch. Ritter des Buben und Hio Sanrio. Fun Fact: Ich habe, ich glaube, jetzt vor einer halben Stunde oder so noch das Seto Kaiba Deck Profile aufgenommen und da hatte ich auch genau diesen Hio Sanrio. Auch in Ultra Rare aus Ghosts from the Past. Also sehr, sehr gute Wahl an der Stelle. Auf jeden Fall coole Karten von Jaden, Kaiba und Yugi. Was ist das hier? Ach, da sind Zettel dran. Da steht was drauf. Aber das. Ach so, nee, das ist was anderes. Das steht irgendwie eine Adresse oder so. Okay, das ignorieren wir. Na, komm schon. So. Das sind Hüllen. Okay. Danke dafür. Das sind rote Hüllen. Okay. Diese Karten sind für dich, aber vergiss nicht hinter der. Was steht da? Hinter der Gloria ist Freude.
bedeutet, dass es irgendwie, wie war das noch, Glorias rechte Hand oder Glorias linke Hand, irgendwas mit dem Königreich der Duellanten, irgendwas in der Art. Also diese Karten sind für mich, das bedeutet, ich schätze, diese Karten soll ich unterschrieben zurücksenden. Ja, schauen wir mal rein, was sich hier drin befindet. Und es sind dunkler Paladin und ein irgendwas. Keine Ahnung. Aber dahinter steht noch was geschrieben. Das erkennt man durch die Hülle. Nehmen wir das mal raus. Für den besten aller YouTuber. Oh, das ist aber sehr, sehr nett. Mr. X. Das X nur, weil ich meinen Namen nicht nennen will. Das ist natürlich vollkommen in Ordnung, okay? Am besten, wenn ihr euren Namen nicht genannt haben wollt, dann schickt ihr einfach ohne Absender den Brief. Dann kann es gar nicht passieren, dass ich den irgendwie aus Versehen leake oder so. Ich will ja auch keine Informationen leaken. Dunkler Paladin. Auf jeden Fall eine sehr coole Karte. Einer meiner Lieblingskarten tatsächlich. Ich würde sagen, auf jeden Fall in meiner Top 10. Ich glaube, ich habe sogar mal ein Video gemacht über meine Top 10 Lieblingskarten. Da war Dunkler Paladin dabei. Also, ihr hört alle aufmerksam zu. Ihr wisst ja gefühlt alles, was ich irgendwann mal gesagt habe. Wie heftig ist das denn bitte? Also, als ob mir Leute, die mich nicht kennen, so sehr zuhören und gefühlt alles über mich wissen. Das ist, ich kann das bis heute noch nicht so ganz nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Das ist immer noch krass. So, das ist das Letzte hier. Danke auf jeden Fall. Ich werde die Karten auf jeden Fall zurücksenden. Auch hier, wie gesagt, habe ich das abgeklebt. Also, ich will ja nicht, dass irgendwelche Adressen oder so im Internet landen. Schauen wir mal, was sich hier drin befindet. Also hier ist dann nochmal ein Briefumschlag. Okay, Umschlag in Umschlag. Also hier steht von Christian für CK Phoenix am 18.12.2021. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen länger her. Ja, aber ich öffne es halt jetzt erst. Erstmal danke für den Brief, danke für die Einsendung. Ich bin gespannt. Wir öffnen das Ganze einfach mal und schauen, was sich hier drin befindet. Also wie gesagt, ihr müsst nicht immer Karten senden, okay? Weil, also das ist natürlich nett, wenn ihr mir Karten sendet und das freut mich auch immer sehr und die haben dann auch immer einen besonderen Platz. Also ich habe da extra so einen eigenen Ordner beziehungsweise eine eigene Box für. Da sind alle Karten drin, aber ich habe so viele Karten, ich weiß sowieso schon nicht, wohin damit. Und ich denke mir, wenn das so wirklich eure Lieblingskarten sind, dann behaltet die einfach lieber. Also ich, wie gesagt, ich bin sehr dankbar für diese ganzen Karten, die mir ihr zusendet. Aber also ich denke, ihr könnt damit wahrscheinlich mehr anfangen als ich. Aber trotzdem ist es natürlich cool zu wissen, was so von meinen Zuschauern die Lieblingskarten sind. Aber wie gesagt, ihr müsst euch nicht verpflichtet fühlen, nur weil ihr mir einen Brief sendet, halt Karten mit dazu zu legen. Das will ich einfach nur gesagt haben. Ich will nicht, dass sich irgendwelche so gedrängt fühlt, okay? Sternstaub-Funkendrache, quasi die Alternativversion von Sternstaubdrache. Sternstaub-Sturmkrieger. Ich sehe, worauf das hinausläuft, okay? Sternstaubkrieger. Sternstaub-Shaolong. Kralle des Kritias. Okay, das ist keine Sternstaubkarte. Spiegelkraftdrache und Spiegelkraft. Also wirklich quasi Support für Spiegelkraft und Sternstaubdrache. Ja, Spiegelkraft ist eigentlich nach Sternstaubdrache meine Lieblingskarte. Also heftiger geht's gefühlt gar nicht, okay? Ey, Spiegelkraft auch so eine legendäre Karte, oder? Jetzt mal ernsthaft so. Wenn man bei Yu-Gi-Oh! An Fallenkarten denkt, woran denkt ihr zuerst? Also ich denke immer zuerst an Spiegelkraft und für mich wird das gefühlt auch immer die beste Falle bleiben. Egal, ob es im Jahr 2021 beziehungsweise mittlerweile 22 gut ist oder nicht, aber Spiegelkraft so krass, okay? Ja, auf jeden Fall sehr coole Karten und hier ist halt auch noch, was? Ich weiß, wie Pendelbeschwörungen funktionieren. Okay, ey, also da steht noch was auf der Rückseite. Aber selbst wenn du nur das geschrieben hättest, okay, das wäre es auf jeden Fall wert gewesen. Ich weiß, wie Pendelbeschwörungen funktionieren. Ich glaube, damit hast du so gut wie 99,9% der Menschen auf diesem Planeten etwas voraus. Ja. Lieber CK Phoenix, früher habe ich nach einer Zeit aufgehört, Yu-Gi-Oh! Zu spielen. Dann habe ich deine Videos gesehen und habe den Spaß an Yu-Gi-Oh! Wiedergefunden. Ich danke dir, dass du so tolle Videos machst. Ich hoffe, wir können uns irgendwann mal duellieren. Liebe Grüße, Christian. Oder mein Name, wenn ich im Anime wäre, Irichi. Okay. PS, schau auf die Rückseite. Achso, ja, das haben wir bereits gesehen. Ich weiß, wie Panelbeschwörungen funktionieren. Ja, danke auf jeden Fall für deine Einsendung.
bezüglich des Duells, ich sag grundsätzlich immer dasselbe, wenn ich das gefragt werde. Ich kann das halt nicht versprechen, beziehungsweise ich kann mich nicht mit Zuschauern duellieren, weil es einfach zu viele Anfragen diesbezüglich gibt. Also es gibt wirklich viel, viel, viel zu viele Anfragen. Also ich werde bestimmt irgendwie 10-mal oder 15-mal am Tag danach gefragt, und wenn man halt dann bei dem einen ja sagt und dann bei dem anderen nicht, und dann, ne, das ist dann irgendwie unfair, und man kann aber nicht alle berücksichtigen, weil sonst würde ich den ganzen Tag halt nichts anderes mehr machen. Das hat nichts mit euch persönlich zu tun, ich sage auch immer so, nicht böse nehmen, so, wenn ich die Zeit hätte, würde ich mich mit jedem von euch duellieren, aber es geht halt einfach nicht, es ist halt einfach viel zu viel. Ich sag immer, vielleicht sieht man sich ja mal auf einem Turnier oder so oder irgendwas in der Art, und dann kann man sich bestimmt mal die Zeit dafür nehmen, aber ich kann mir jetzt nicht immer für jeden die Zeit nehmen für ein Duell. Trotzdem bin ich natürlich sehr dankbar für den Brief. Das Einzige, wo ich jetzt tatsächlich zu einem Duell zugestimmt habe, und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die sehr viele interessiert hat, ist mit dem Sternstaubdrachen-Typen. Okay, also der mir den Sternstaubdrachen in Ghost Rare zugesendet hat. Also das war ja so eine heftige Sache, und da ich wollte den ja eigentlich dann zurückschicken und so, aber das macht man halt auch irgendwie nicht bei Geschenken und so weiter und so fort. Dann habe ich halt einfach gesagt so, hey, kann ich irgendwas für dich tun oder so, ne? Und dann wollte er die Karte halt nicht zurückhaben, sondern hat er gefragt, ob wir uns halt duellieren können. So, und da habe ich dann gesagt, okay, dann machen wir das, wenn du Zeit hast, dann können wir das machen, dann können wir auch vielleicht ein Video daraus machen oder so, oder auch nicht so. Dann verbringen wir einen entspannten Tag und duellieren uns dann auch einmal. Also, weil viele Leute gefragt hatten, was mit dem Sternstaubdrachen passiert ist, ob ich den behalten habe oder ob ich den zurückgesendet habe. Ich habe ihn jetzt tatsächlich behalten. Wir haben uns halt darauf geeinigt, dass wir uns halt an irgendeinem Tag, wann der Gute halt Zeit hat, treffen und dann halt, ne, so bisschen auf entspannt ein paar Duelle machen und so. Aber sonst, das ist halt wirklich eine absolute Ausnahme. Also nicht, dass sich jetzt hier irgendwer vernachlässigt fühlt oder so, weil ich weiß mittlerweile nicht mehr so genau, was ich dazu sagen soll, wenn ich das gefragt werde, weil viele sind dann auch enttäuscht und so. Das ist wirklich nicht böse gemeint. Das ist auch nicht irgendwie abgehoben oder so, dass ich mir denke, oh, mit euch duelliere ich mich doch nicht, sondern ich habe einfach nicht die Zeit, das mit jedem zu machen. So, deswegen, so, ihr müsst euch fragen, wenn ihr mich, also ihr müsst euch denken, wenn ihr mich das fragt, dann haben mich an dem Tag höchstwahrscheinlich schon 10 oder 15 andere Leute gefragt. So, und wenn ich dann zu euch ja sagen würde und zu den anderen allen nein, dann wäre das halt sehr unfair, ne? Also, ja, aber dann ist das halt auch geklärt. Also auf jeden Fall danke an alle, die etwas eingesendet haben. Auch danke an alle Zuschauer, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Falls euch das Video gefallen hat, dann aktiviert jetzt eure Gerätezauberkarte. Den Daumen nach oben, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.